Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Diesmal bin ich nicht alleine, sondern ich habe die liebe Aileen bei mir von Linis Bites. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch diese leckeren Riegel. Und wir haben heute auch ein leckeres Video für euch geplant. Und zwar werden wir uns ein bisschen durch gesunde Snacks durchtesten, weil ja doch immer wieder die Frage kommt, welche Snacks könnt ihr empfehlen, wenn man eben unterwegs ist und schnell irgendwo was kaufen muss. Und ich war bei Rossmann und habe ein paar Snacks mitgenommen, süße und herzhafte. Und die Aileen war bei Basic. Genau, ich war beim Basic. Genau. Hat auch süße und herzhafte Snacks mitgenommen. Und die werden wir so ein bisschen durchtesten. Ja, ich freue mich. Bester Teil. Ja, was wir vorab noch sagen wollten ist, wenn wir zum Beispiel Snacks einkaufen, da sind wir ja ziemlich ähnlich. Ja. Also wir achten halt beide drauf, was in den Snacks drin ist. Also ich zum Beispiel lese immer die Zutatenliste aus, weil ich kenne jetzt das Produkt, dann klar weiß ich, was drin ist. Aber ich schaue immer noch mal drauf, auch wenn da jetzt irgendwie steht, keine Ahnung, vegan, dann schaue ich trotzdem noch mal drauf, was da jetzt genauso drin steckt. Ja. Und also ich persönlich kaufe halt immer glutenfreie Sachen, weil ich halt kein Gluten vertrage. Das ist jetzt bei dir zum Beispiel anders, du verträgst es ja ganz gut. Ja. Aber auch da ist natürlich so, es gibt ja viele glutenfreie Produkte, ja, wo dann aber die Zutatenliste ewig lang ist. Sämtliche, ja, Sachen, die man nicht kennt. Total. Und das ist dann auch nicht automatisch gleich, nee, besser. Überhaupt nicht. Also wo ich ja, das sind auch so Sachen, wo ich mir manchmal denke, okay, wow, wahrscheinlich ist es dann gesünder, ich esse so eine Weißbrotsemmel. Aber das ist halt nicht gut vertragen. Nee, mach ich nicht, weil ich einfach wirklich richtig Bauchkrämpfe davon bekomme. Aber ja. Deswegen, das heißt nicht immer, dass es besser ist. Deswegen, ich achte jetzt auch noch immer darauf, dass es halt ohne raffinierten Zucker ist. Ich verzichte halt auf raffinierten Zucker. Deswegen schaue ich halt nochmal drauf. Früher, glaube ich, auch, gell? Ja. Also schon, soweit es geht. Klar, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Eis essen gehe. Also es gibt so Ausnahmen, wo ich einfach sage, ein bisschen Flexibilität, ja, aushalten. Aber wenn ich mir selber was zubereite oder mir eben wirklich einen Snack kaufen möchte, dann achte ich schon drauf. Ja, und es ist ja auch was anderes. Ich finde auch immer was drauf. Also ich kenne mir immer nie nach, außer jetzt wegen Glutensachen. Ja. Entschuldigung, ist da jetzt Zucker drin? Ja. Ist da jetzt das drin? Genau. Ist da das drin? Oder wenn man irgendwie bei der Familie zum Essen eingeladen ist, dann gibt es halt den klassischen Nachtisch, der jetzt halt nicht mit irgendeiner Alternative gesüßt ist, dann sagt man da auch nicht nie, wenn man eigentlich gerade Lust drauf hätte. Also ein bisschen flexibel will ich da immer bleiben. Und ansonsten achte ich halt drauf, dass sie schon relativ kurz ist, die Zutatenliste. Ja, also ich schaue mal erst auf die Zutaten, wie viele sind da drin, kenne ich die Wörter, weil man sagt auch sozusagen, wenn deine Oma dieses Wort nicht kennt, außer Quinoa, wenn du meinen Spruch mit mir, wenn deine Oma die Zutaten nicht kennt, außer Quinoa, weil Quinoa ist okay. Kennst du schon, ja. Dann sollte man sich überlegen, ob man das Ganze kauft, weil wenn halt riesig lange Zutatenlisten sind und ganz viele Fremdwörter, also irgendwelche Zusätze, die man nicht kennt, dann vielleicht eher Abstand davon halten. Aber oft ist es ja automatisch auch so, wenn man wirklich auf das schaut, was man isst, hat man automatisch schon oft mehr ganz gut. Ja, und ich glaube auch, ich paar halt schon sehr auf meinen Körper und ich schaue einfach so, was habe ich Lust? Und ich esse immer irgendwie Gemüse. Ich schaue jetzt zum Beispiel nicht, dass ich irgendwie, also ich schaue immer, dass ich Gemüse esse und dass ich auch mal so ein bisschen abwechslungsreich esse und jetzt nicht nur Kohlenhydrate esse. Und dann glaube ich, ist es schon automatisch. Ja, okay, genau. Dann würde ich sagen, wir starten mit den herzhaften. Yes, ich freue mich. ich habe jetzt auch richtig Hunger, muss ich sagen. Mit den Chips. Wollen wir mit den Chips starten? Ja. Genau, übrigens, wir haben eigentlich völlig unabhängig irgendwas uns ausgesucht, aber haben dann doch relativ ähnliche Produkte erwischt. Ja, das ist echt also. Witzig, weil wir haben gesagt, jeder sucht sich ein paar Produkte aus. Und sind herzhaft ein bisschen süß und irgendwie haben wir sehr ähnliche Sachen. Ja. Aber eben unterschiedliche Marken. Ja. Und da werden wir jetzt ein bisschen testen. Also ich habe Gemüsechips, Süßkartoffel, Pastinake, lila Kartoffel, also rote Beete. Und auch von Rossmann, gell? Genau, von Rossmann. Und ich habe diese von Lima heißen die, Lentilchips. Ich habe die jetzt auch noch nicht getestet. Kannst du die auch gerne? Mhm. Schauen aber ganz gut aus. Die sind auch nur gebacken, also im Ofen gebacken. Und ja, bin ich gespannt. Was haben wir als erstes testen? Meine? Okay. So. Ist ja eh ganz gut, dann haben wir einmal so ein bisschen Gemüse und einmal so ein bisschen. Soll ich die mal hier reinmachen? Ja. So, schauen die übrigens aus. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, dann probieren wir. Probieren wir. Boah, sind die crunchy, gell? Mhm.
sehr knusprig, aber schmecken so ein bisschen, ja, schmecken so ein bisschen wie Maiswaffel. Also die hatten irgendwie noch ein Gewürz oder so. Mhm. Es gab auch welche mit Chili. Also die schmecken eher weniger nach Chips. Ja, eher so nach, ja. Also sie sind sehr, sehr crunchy. Mhm. Aber ich finde, sie könnten noch irgendwas vertragen. Noch irgendwas. Oder man macht halt sich einen Dip. Den Dip, der ist, glaube ich, richtig geil, ja. Aber ich finde, sonst könnten sie noch irgendwie so Gewürz vertragen. Ja, dann schauen wir mal die. Die sehen auf jeden Fall schon mal anders aus. Hm. So. Sehr gut dazu. Und sie riechen auch schon mal. Ah, es gibt verschiedene Sorten. Also wir haben den. Ui, das ist wahrscheinlich eine Kartoffel. Ja, warte, was war das? Irgendeine Beete. Und das hier. Zuckerbeete, lila. Lila Süßkartoffel und Pastinakenkartoffel. Okay, ich probiere das hier mal. Ich weiß nicht, was denkst du, was das ist. Wahrscheinlich Süßkartoffel, oder? Lila Süßkartoffel, ja. Mmh. Lecker. Mhm. Die sind besser. Ja. Mhm. Sehr lecker. Mhm. Mmh. Ich glaube zwar, dass die Fische gesünder sind, weil die so im Ofen gebacken sind. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die gemacht sind. Mmh. Und die wahrscheinlich eher frittiert sind. Meistens, wenn nichts draufsteht, sind die frittiert. Mhm. Also, sie sind vegan und glutenfrei. Und eigentlich nur Gemüse, gell? Und ein bisschen Öl. Gemüse, Sonnenblumenöl. Mhm. Ist halt jetzt nicht das beste Öl. Nee. Sind halt Chips. Ja. Sind immer noch Chips. Aber leckere Chips. Ja. Dann würde ich sagen, wir probieren mal unsere Maisecken. Ich habe Maisecken nur. So lustig, weil ich habe Maisecken mit Hülsenfrüchten. So lustig, dass wir so ähnliche Sachen haben. Also bei mir ist es mit, Mais und einem Mix aus Hülsenfrüchten und Maisöl. Was ist bei dir drin? Ja, und hier ist eben wieder das gute Beispiel. Das ist eine kurze Zutat. Das ist 78% Mais, pflanzliche Öle, Sonnenblume. Also es ist halt leider schade, dass immer Sonnenblumenöl verwendet wird. Immer. Und halt einen super hohen Omega-6-Anteil. Ist also nicht so das Beste. 10% Quinoa und Salz. Also das billigste, ne? Ja, das billigste. Okay, dann testen wir mal. Ich war das erst. Dann haben wir gleich das Problem. Ui. Upsalala. Und ich habe sie natürlich so gemacht, wie mein Gesicht öffnen soll. Ich weiß noch nicht irgendwo. Ah, jetzt sind sie an der Seite. Weißt du, so hier. Oh. Naja, egal. Soll ich sie jetzt in die kleine oder hier? Ja, das kann sie dazu machen, oder? Ja, alles Seite. Okay, also meine schauen jetzt sie mal sehen so auf aus. Halt ähnlich aus. Ja, also bei mir ist so ein bisschen, ja, bei mir ist halt noch so diese schwarz-grüne dabei durch die Hülsenfrüchte. Okay, ich teste jetzt mal den hier zuerst. Und wir haben auch noch einen Dip. Ich mich hier. Meinen hast du schon probiert? Dein? Mein. Mhm. Boah, dann ist lecker. Mach mal jetzt einprobieren, als bereit. Ich finde beide super lecker. Deine schmeckt ein bisschen mehr nach Mais. Und ein bisschen einen Ticken salziger, oder? Aber mir schmecken auch die mit Bohnen. Sind beide richtig gut. Ich finde auch die wieder so richtig knusprig. Ja. Und lieber. Ja, stimmt. Bei mir schmeckt es ein bisschen mehr, als wäre es ein bisschen mehr gewürzt. Ich glaube, es ist salziger. Von den Gummis. Genau. Okay, dann haben wir jetzt hier noch so einen Tipp. Mediterrane Kichererbse Proteinaufstrich. Mhm. Da ist mir übrigens aufgefallen, da stand jetzt speziell drauf Proteinaufstrich. Und es gab noch einen anderen mit Edamame-Erbse. Mhm. Auch einen Aufstrich. Hatte ähnlich viel Protein, stand nicht Protein drauf. Deswegen nicht immer von diesem Protein, von diesem Signalwort leiten lassen, weil oft gibt es auch Frischkäse zum Beispiel, wo Fett-Protein draufsteht. Und dann gibt es wiederum den ganz normalen Frischkäse, der hat viel mehr Protein. Also es ist eine Marketingmasche. Ich finde auch Protein-Sachen enthalten gar nicht so viel. Mhm. Also finde ich persönlich. Weil ich glaube, ab einem gewissen Anteil Protein dürfen die das draufschreiben. Ach so, echt? Und ab was für einem gewissen Anteil? Ich weiß nicht, was das für ein Anteil ist. Aber dann schreiben sie es halt drauf, weil sie ja wissen, verkauft sich gut. Also der hat jetzt 5,2 Gramm Protein auf 100 Gramm. Und das finde ich jetzt nicht viel, weil das ist ja nicht jetzt gleich das ganze genau. Ding in einem. Weil es ist ja 140 Gramm, also so viel ist man nicht. Also vor allem, wenn du es dir auf dem Brot machst oder so. Okay, ich teste es jetzt mal. So, so schaut der aus. Er schaut aber lecker aus. Mmh.
Schmeckt gut, bisschen so wie so ein Hummus mit roten Pesto. Dann probiert, ja, ist lecker. Also, kann man wieder kaufen. Beides. Also, Empfehlung auf jeden Fall. So, was war da als nächstes Snack? Noch unseren salzigen Snack, oder? Genau, wir haben noch einen dritten salzigen Snack. Kichererbsen-Snack. Beide Kichererbsen-Snack, also wirklich. Wieder zu. Wir haben uns nicht abgesprochen. Bei mir steht auch wieder hoher Protein- und Ballaststoffgehalt, was aber natürlich auch so ist. Also Kichererbsen sind einfach gute Proteinquelle, gute Ballaststoffquelle. Ist übrigens neu bei der Bosswahl. Ah, ist neu. Steht das Fett drauf, oder was? Steht Fett drauf. Ich habe diese hier. Ich glaube, das ist so ein kleines Start-up. Finde ich aber auch immer ganz cool. Ja. Unterstütze ich ja auch immer sehr, sehr gerne. Und meine sind ohne Fettzugabe. Meine sind auch fettfrei. Fettfrei geröstet. Okay. Das also finde ich super. Sehr gute Zutaten. Bei mir auch. Gewürze und Kichererbsen. Bei mir auch, ja. Sehr gut. Cool. Dann testen wir mal bei. Wollen wir dafür das kleine Gläschen reinfüllen? Das mit dem Aufmachen ohne Schere. Ja! Nächstes Mal besorgen wir uns eine Schere. Okay. Deine sehen besser aus. Sind so, ja, meine sind ein bisschen dunkler. Ja, mach sie ein bisschen an. Sie haben eh eine andere Farbe. Ja. Vielleicht kann ich die mal zeigen. Genau, ich kann sagen, so schauen die aus. Ich will sie nicht auslernen. Haben wir alles voller Kichererbsen? Okay, dann wollen wir sie erst testen. Diese. Okay. Ich muss aber mehrere nehmen, wenn das. Ja. Immer halt die Leute, die nur so eine Messerspitze probieren. Das ist einfach ein bisschen hart. Ich finde, sie sind mir zu gewürzt. Mhm, ja. Und irgendwie, also mir sind die Gewürze ein bisschen too much. Auch keine angenehme Konsistenz. Mm-mm. Nee. Sind auch nicht so meins. Nee. Neu, was aber. Ist das für, also was für eine Gewürzart ist das? Also da ist alles Mögliche drin. Salz, Knoblauch, nochmal Salz, Kreuzkümmel, Koriander, Kurkuma. Also eigentlich, was man halt nimmt. Ja, ein guter Mix, aber. Dann sind wir jetzt gespannt auf deine. Mein Mix ist, was ist das? Kajun. Würzig scharf. Mhm. Also scharf mag ich. Magst du scharf? Geht so. Ich bin mein ganzer Mund nur noch so scharf. Ja, so scharf mag ich auch nicht. Aber ich mag es so gerne, wenn es so ein bisschen scharf ist. Auch so bei Curry oder so. Besser. Schon scharf? Ja. Und ich glaube, wenn man scharf mag. Und wieder schön crunchy. Also die Konsistenz ist besser als die. Aber beides ist jetzt nicht so mein Favorite Snack. Also ich würde auch eher, glaube ich, zu Maiswaffeln greifen. Oder weil irgendwie ist es doch so ein bisschen trocken im Mund. Ja. Und so. Ich glaube, wenn man so einen Mix macht und so von allem so ein bisschen, ist es ganz geil als Snack. Also ich habe das auch schon mal selber gemacht. Ja? Dann besser. Okay. Einfach ein bisschen Öl, Gewürze im Backofen. Ja, eigentlich easy, kann man es selber machen. Ja. Okay, merken wir uns. Ich brauche irgendwie auch noch was da, sowas danach, weil es schon ganz schön scharf ist, gell? Ja. Freitagmittag und essen Chips. Feiertag. Okay, dann kommt jetzt süß. Ich würde sagen, was haben wir? Wir haben auch wieder ähnliche Sachen, gell? Schokolade, Pralinen. Was hast du da? Schokolade. Ja, fangen wir mit Schokolade an. Genau. Also ich habe Lukao. Lukao, ja. Wie meinst du, das kennt schon jeder? Ich kenne es nicht. Ich, die schon sämtliche Riegel, Proteinriegel kennt und so weiter. Aber vielleicht, weil ich in dem Bereich ja sehr mich schon Bescheid wissen muss. Also wenn ich nicht weiß, also was es sonst noch so im Supermarkt gibt. Also ich kenne die Schokolade nicht. Aber ich mag das Unternehmen. Aber es ist vegan, weniger Plastik, weniger Zucker. Also gute Zutaten. Ja, finde ich auch. Hanfsamen sind drin, Haselnüsse. Bin gespannt, wie du sie findest. Weil ich habe so, also bei mir ist es so, ich kenne ganz viele, die lieben die und ganz viele, die mögen sie gar nicht. Also, deswegen bin ich gespannt. Okay. Und ich habe den hier von My Raw Joy. Kannte ich auch noch nicht. Aber das ist auch eine Rohkostschokolade und was ich halt ganz cool finde, sind wirklich auch Schokolade ist eben auch mit Kokosblütenzucker, dann sind Cashewkerne drin, Mandeln, Haselnüsse. Und die Nougat-Füllung ist wirklich auch aus Haselnüssen, Kakaobutter.
Füllung. Ich liebe alles mit Füllung. Also klingt sehr lecker. Ja. Wie wir so voll konzentriert aufmachen. Als wollten wir es nicht kaputt machen. Okay, was probieren wir zuerst? Ich kenne sie ja schon, aber ich teste natürlich trotzdem. Ja. Achso, man kann sogar noch. Ja, man kann ihn so Stückchen machen. So. Also, so sieht sie aus. Die ist halt echt süß. Mein Freund mag sie gar nicht gerne. Ich glaube, vielen ist das nicht süß genug. Mhm. Aber es gibt ja auch viele, die mögen das eher so. Mhm. Also, die ist sehr, sehr herb. Aber auch sehr lecker mit den Haselnüssen. Mhm. Also, kann man mal kaufen. Die könnt ihr auch lecker. Okay. So, ich zerbrech mal. Ah, so schaut es aus. Mhm. Also, so mit Haselnussfüllung. Magst du das Stück gerade? Ja. Voll die Praline. Schmeckt auch wirklich wie eine Praline. Boah, so eine richtige, weiche. Ja, schmeckt wie eine Praline, aber ohne Alkohol. Ich mag Praline gar nicht. So die typischen Pralinen mit Alkohol. Was schmeckt irgendwie als Alkohol drin? Aber nicht so unangenehm. Ja, genau, nicht so richtige Champagner-Praline oder so. Ja, mag ich nämlich gar nicht. Finde ich gut. Mhm. Also schon eher so ein Dessert. Ja. Aber geil. Ist eine Süßigkeit, aber es gibt halt auch. Es ist halt lustig, weil wir jetzt so genau den Kontrast hatten, weil ja schon eher süßer ist. Ich liebe es einfach mal hier so. Ja. Dann wollen wir mit den Pralinen weitermachen. Okay. Also bei mir sind es mal wieder Protein Balls. mit Cashew und Kakao ohne Zuckerzusatz. Also das ist dann nur Erbsenprotein ist drin. Mhm. Und eben Datteln, Nüsse, Kakao. Aber es also klingt ganz gut, gell? Klingt gut. Kann man sich natürlich auch super selber machen. Mache ich zum Beispiel sehr gerne und lagere ich dann einfach im Kühlschrank. Ja, aber ich kann auch, wenn man unterwegs ist oder so. Genau, wenn man unterwegs ist, dann finde ich es eigentlich cool, dass man sowas kaufen kann. Ja. Ich habe welche, die schauen so aus. Die sind von Life Food, kennst du die? Mhm. Habe ich auch noch wieder vorgesehen. Und da sind, das ist eigentlich auch nur Datteln, rohe Schokolade und Agavensirup ist da jetzt noch drin. Bin ich eigentlich mal nicht so gut erkannt. Reiner Frucht. Aber das ist, ist die letzte Zutat. Bin ich gespannt. Sollen wir jetzt eine halbe essen oder ja, wir können eine halbe essen. Wir müssen ja erstmal gucken, wie gut sie ist. Das ist ein Messer. Ja, ich hol schnell ein Wasser. Okay. Kurze Werbepause. Mach schnell eine Werbung. Erzähl was. Ich hab's geschafft. Nehmen wir das zuerst. So schaut die aus von innen. Also ist eher dann. Ich würde nicht sagen, dass das eine Praline ist, gell? Wie sagen Sie es denn, was es ist? Raw Mayo heißt es. Aber es sieht eher aus wie so eine Praline, weil es auch in so einer. Ja. In so einem Ding drin ist. Also, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es voll hart hier. Oh ja. Hat das irgendwie so einen säuerlichen Geschmack? Mhm. Nee. Ich muss wieder hin. Ich mag auch nicht. Ist mir dann immer nicht wert. Nee, hast du dann ja gut. Nicht wert. Also. Die schaut so aus. Schaut von außen eigentlich schon ganz schön aus, gell? Ja. Mit Liebe gemacht. Also man schmeckt das Proteinpulver raus. Mhm. Auf jeden Fall. Oder? Also es ist ganz okay, aber ich finde meine eigene besser. Mhm. Und eigentlich ist es ja nicht schwierig, einfach da eine Nüsse zu. Ich finde, man schmeckt schon sehr stark. Was war da für ein Protein drin? Reis? Erbsen. Hm. Ich schmecke irgendwie Reisprotein raus, aber. Mhm. Ich habe einen Keks. Die haben wir jetzt ein bisschen unterschiedlich. Aber. Wie gesagt, der Rest war ja auch Zufall. Ja, das ist echt lustig. Ja. Naja, kennst du die? Aber die Sorte kenne ich nicht. Nee, ich kenne die Sorte nämlich auch nicht. Oder? Kenn ich die? Also, meine Schokolade ist so eine.
Raw Chocolate mit auch Kokosblütennektar, Datteln, Kakaosplitter, Kurkuma-Pulver, Salz. Also klingt ganz gut. Und der Keks ist auch mit Haferflocken, Cashewkernen, Kokosblütennektar, Kokosnussöl, Hanfsamen, Kakaopulver und Hanfprotein. Also auch sehr clean. Ist ein Protein-Cookie. Letzte Stelle, 1% Protein. Wer ist noch? Ja, lass erstmal die Schoko probieren, oder? Wie schaut die aus? Erstmal die Schoko. Wie sah die aus? Dunkel? Aber lecker. Also es gibt bestimmt viele, die die nicht mögen. Ich finde sie lecker. Und sehr salzig. Und sie hat eine andere Konsistenz wie jetzt eine normale Zartbitterschokolade oder so. Ja, sie zergeht nicht so auf der Zunge. Ja, ich glaube, dass da halt die Kakao-Nips. Die ist eher so bröselig. Genau, als wenn die Kakao-Nips so ein bisschen untergerührt. Ja, nicht. Ja, also sie ist gut, aber geschmacklich ganz gut. Aber es gibt bessere Schokolade. Ja, es gibt bessere. Wäre ehrlich, oder? Ja, es gibt bessere. Okay. Dann letztes, oder? Letzter Test. Diese Cookies. Ich habe mich voll verschluckt. Okay. Ich muss was trinken. Okay, ich will. Ich habe jetzt voll so eine Schokolade. Ja, ich wollte sie raus. Oh mein Gott. Davon die Hälfte sind richtig. Du hast so ein Mini-Stück. Wenn es mir nicht reicht, Junge. Das war kurz voll von meinen Kameras. Deswegen haben wir nicht gemerkt, dass während wir das schon probiert haben, nichts aufgenommen wurde. So ein bisschen aber das wurde auch nicht aufgenommen. Nee. Die haben auch gleichzeitig probiert. Nein, wir haben erst die probiert. Achso, nee. Da ist mir doch das zum Halsstecken gekommen. Also wir können ja einfach was dazu sagen. Okay. Genau. Also, ich weiß noch gar nicht. Also falls noch die noch drauf haben, wisst ihr es ja schon. Ja. Die ist so lala. Sehr trocken. Ja, Nina zu ja, aber sehr kakaoig. Also wenn man gesunde Zutaten, sehr kakaoig, kann man mal machen, aber viele mögen es vielleicht nicht. Und der, da ist an sich die Marke, also die Cookies sind eigentlich gut, aber die Sorte würden wir jetzt nicht weiterempfehlen, weil schmeckt schon sehr nach Hanf und Hanf kann gut schmecken, also Hanfsamen finde ich gut, Hanfmus eher nicht so. Deswegen hat und der ist sehr trocken. Ja, mega trocken. Ja, hat uns sehr nicht so gut gefallen. Also zwei sehr trockene Produkte hatten wir gerade. Genau. Dann haben wir jetzt noch ein Fazit für euch, was ja so unsere persönliche Präferenz oder Empfehlung wäre. Und zwar, wenn ich jetzt nochmal mir einen Snack kaufen würde, speziell bei Rossmann, würde ich diese beiden wählen. Also ich würde nach einem Aufstrich schauen und nach Maiswaffeln. Und die gibt es an sich ja auch in jedem Supermarkt. Also jetzt nicht nur bei Rossmann, sondern auch andere Drogeriemärkte, auch Aldi, auch Rewe, auch Basic. Aber man muss natürlich sagen, die sind nochmal ein bisschen anders zu diesen typischen Maiswaffeln. Ja. Da ist, glaube ich, bei den Maiswaffeln das wirklich, glaube ich, immer nur Mais. Und die schmecken schon nochmal so ein bisschen. Die sind noch crispier und da ist eben noch ein bisschen Öl mit dabei. Ja. Deswegen sind die, glaube ich, einfach so ein bisschen noch crunchier. Also generell, wenn man halt einen schnellen Snack sucht, in herzhaft, dann würden wir beide... Ja. Würden wir diese hier Maiswaffeln mitnehmen, Hummus oder so wählen. Vor allem das Coole ist, wie du sagst, es gibt es immer an jeder Ecke. Ja, ist nicht teuer, so findet man überall. Okay, dann die Süßen. Die Süßen, da glaube ich, haben wir uns auch einig. Hat man auch ganz klar gemerkt. Genau. Also diese beiden. Hier. Diese hier, ja. Also sowohl Nukau, finde ich sehr lecker. Es ist ein bisschen weniger süß, wenn man mal Lust hat auf eher was wirklich... Süßes, also eine Süßigkeit. So halt, genau. Dann würde ich zwar eher einen Hähnchenspeis empfehlen, aber... Nein, je nachdem, wo man halt ist. Wie gesagt, so als Fazit, je nachdem, wo ihr seid, schaut einfach auf die Zutatenliste, überlegt euch, worauf habt ihr jetzt Lust. Soll es mit Protein sein, soll es ohne Protein sein? Also, genau, sind jetzt beide ohne Protein. Genau. Sind einfach gesündere Varianten als jetzt ein typisches Snickers, was jetzt auch nicht als böses Lebensmittel gilt oder verboten sein muss, aber wenn man jetzt öfter zum Beispiel unterwegs ist, dann muss es eigentlich alle zwei Tage ein Snickers sein. Ich glaube, ich habe seit 10 Jahren schon bei Snickers mehr gegessen.
Ich schon, ich habe in Holland, da gab es so besondere Varianten. So Haselnuss, Snickers und so Sachen. Dann hoffen wir auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und dass vielleicht so ein paar Snacks für euch dabei waren, beziehungsweise so ein bisschen Inspiration und auch unsere Tipps euch geholfen haben. Genau, wie immer freue ich mich natürlich riesig darüber, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalassen wollt, wenn ihr dem Video einen Daumen dalassen wollt und vielleicht auch die Benachrichtigungsglocke aktiviert, dann verpasst ihr keines mehr der Videos. Jeden Sonntag kommt ja ein neues Video und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!